Ganz aktuell hat Martin Siegert einen Fall vor dem Verwaltungsgericht gewonnen. Hintergrund ist, dass der Oberbürgermeister in Nürnberg versucht hat, mit Hilfe einer Vertragsklausel eine Veranstaltung mit dem Spitzenkandidaten der AfD zu kippen. Und das, obwohl nach Artikel 21 Grundgesetz eigentlich sämtliche Parteien in Deutschland gleich zu behandeln sind. Martin Siegert, einige Gedanken aus dem oder einige Argumente aus dem Urteil. Was stand denn da drin? Es war kein Urteil, es war ein Beschluss über eine einstweilige Anordnung, ein einstweiliges Rechtsmittel, was wir dort eingereicht haben, weil es darum geht, schnell einen Rechtsschutz zu bekommen, tatsächlich um diese Veranstaltung durchführen zu können. Was in diesem Urteil drinsteht, ist letztlich, dass man gesagt hat, die Äußerungen von Alexander Gauland, die er getätigt hat, die kann man durchaus kritisch sehen. Das ist berechtigt seitens der SPD und seitens der Stadt, dass sie das so vorgebracht hat. Aber die verfassungsmäßigen Grundsätze gelten viel mehr. Das heißt, das, was in Bezug auf Neutralitätsgebot einer Stadt im Wahlkampf, in Bezug auf Meinungsfreiheit und demokratische Grundregeln, die einzuhalten sind, das ist viel schwerwiegender, als wenn sich jemand äußert und selbst wenn er in dieser Äußerung über gewisse Regeln drüber hinausgehen sollte, wo das Gericht sich nicht zu äußert, sondern es sagt, es gibt Leute, die hätten das so empfunden. Selbst wenn das der Fall sein sollte, gelten die verfassungsmäßigen Grundsätze viel, viel schwerer, dass nämlich in den Wahlkampfzeiten einfach auch eine Partei in der Lage sein muss, mit ihren Spitzenkandidaten flächendeckend Auftritte zu machen und ihre Inhalte dort zu präsentieren.